Guten Morgen, ich lese EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage aus dem Ewald von Kleist Verlag, das ist dieses Buch hier. Und ich bin angekommen bei Lektion 95, das alte Zeichen weg. Die abgeleitete Buchführungspflicht, Fall 95. Die abgeleitete Buchführungspflicht. Ihr Schulfreund ist sich ganz sicher, kein handelsrechtlicher Kaufmann zu sein. Und nun, in dem Fall kann die abgeleitete Buchführungspflicht gemäß § 141 der Abgabenordnung greifen. Das bedeutet, entweder lag sein Umsatz, in Klammern als gewerblicher Unternehmer, Ausrufezeichen, Klammer zu, im Vorjahr über 500.000 Euro oder der Gewinn lag über 50.000 Euro. Ich verweise auf den Fall 94. Hinweis, diese Voraussetzungen sollten bei einer entsprechenden Mitteilung des Finanzamtes noch einmal überprüft werden. Diese Voraussetzungen sollten bei einer entsprechenden Mitteilung des Finanzamtes noch einmal überprüft werden. Hier lohnt der Einspruch wahrscheinlich, weil man die Arbeit einfach nur wegschiebt. Und es kann sein, dass dann mal ein Jahr oder zwei Buchführungen flach fallen. Es ist also ab dem Jahr, das auf die Mitteilung folgt, verpflichtet, eine Buchführung einzurichten und zur Gewinnermittlung eines Betriebsvermögens und zur Gewinnermittlung einen Betriebsvermögensvergleich, das ist schon vorher, und zur Gewinnermittlung einen Betriebsvermögensvergleich durchzuführen. Es geht dann weiter mit Fall 96. Tschüss.